Und damit willkommen zurück zur Folge 3 mit unserem Heini hier vorne und mit mir. Ich habe den einen oder anderen Auftrag, den ich noch erledigen muss. Ich habe hier ja, ein paar sagen Möglichkeiten halt, um zu winken oder sich anders auszudrücken, was ich aber nicht brauche. So, ich werde erstmal hier ein paar ja Sandblöcke, ein bisschen Sand sammeln, da ich die eine Hütte dann ein bisschen aufbauen möchte. So, der andere Typ, der kommt ja immer hinterher. der ist immer noch irgendwie so ein bisschen böse zu mir. So, das Schöne an so einem Spiel ist einfach, hier hast du deine Ruhe, hier kannst du eigentlich machen, was du willst, kannst du so viel Zeit lassen, wie du willst, hast keinen Zeitdruck und überhaupt musst auf nichts so ganz besonders achten, nur vielleicht hier bei dem einen oder anderen Kampf vielleicht mal, aber sonst. Die stört keinen. Böses Vieh oder was weiß ich, was man einem mal stören könnte. Hast deine Ruhe. Ich treib keiner an, so. Ist nirgendwo anders hingerufen. Ah, komm hierher, hier ist was und hier muss was machen und so weiter. Nö. Hier kannst du bauen, sammeln und bauen und noch mehr sammeln und dann wieder was bauen und was erfinden und dann wieder was bauen. Kannst Leute einmauern. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Das ist so lustig. Ja. Kannst Betten bauen, im Moment Lagerfeuer bauen oder Fackeln bauen. Oh Gott. Ja. Das ist ein Spiel, was mir wirklich richtig Spaß macht. Damals den ersten Teil gespielt. Aber zu einer Zeit, wo ich halt noch nichts aufgenommen habe und so weiter. Den hätte ich dann eher für mich gespielt. Und hier beim zweiten Teil mir gedacht, okay, gut. Wo der rausgekommen ist, am Freitag den 12. habe ich gedacht, gut, muss ich dann auch sofort haben. Weil ich einfach Lust auf Bauen habe. Oh yeah. So, hier ist noch mehr, was ich einsammeln kann. Nur im Moment habe ich keine Kiste. Ich weiß damals bei dem ersten Teil, da gab es auch so Kisten, da konnte man halt alles reinpacken, was du dann nicht mehr tragen konntest und so. Oder was du bei dir hattest und nicht unbedingt brauchst. Hast dann so eine Kiste gepackt und dann rausgeholt, wenn man das halt unbedingt haben musste. Ja.
irgendwie gibt es noch ein bisschen Gras und Seetang und Muscheln irgendwie, die man hier noch am Strand finden kann. Ein gute Laune-Spiel, der Spaß macht. Und der Typ, der hilft mir, das ist auch gut. Alles, was der einsammelt, kriege ich auch gut geschrieben, sozusagen. Es gibt die eine oder andere Insel, die ich irgendwie, irgendwann, irgendwo, wie auch immer, behalten kann. So, wieder ein bisschen Holz gesammelt. Das ist sozusagen unsere erste Hütte, wir haben noch kein richtiges Haus, denn ich habe noch keine Fenster erfunden und so. Das kommt ja alles so nach und nach. Keine Ahnung, wie viele Sachen man wirklich erfinden kann. Was man erfinden kann und wann und wie und überhaupt. Da lasse ich mich gerne mal überraschen. Oh, ich weiß, bei dem ersten Teil, da können wir dann auch so eine Art Stadt bauen oder so. Gab eine Ecke hier und da, da konnte man halt mehrere Häuser bauen, Küchen und Schlafzimmer und alles mögliche. Und natürlich auch Fenster und ja, hast du nicht gesehen. Da gab es einiges. So, man kann das selber lesen. Wenn man will, ich versuche nur vielleicht ab und zu mal das eine oder andere, aber mal sehen. Lulu erzählt halt was aus ihrer Kindheit, ne? Der Heimathafen wurde angegriffen und halt die Monster haben ihre Eltern getötet und so weiter. Ja. So, jetzt bedankt sie sich, dass ich da auch den Schlafplatz hingemacht habe. Und ich schlage jetzt vor, dass wir uns alle etwas, ja, was wohl, ausruhen, hinlegen oder so, zu Bett gehen. Ruhe verdienen, die Ruhe finden, ja genau. So, die Mission hier. Baue ein paar Betten. Gut. Also mal sehen, du hast ein Zimmer repariert, dich um meine Schlafgelegenheit gekümmert und mich bekocht. Ich glaube, das wäre alles. Ja. Und nebenbei kann ich auch noch was trinken. Das ist gut, dass ich halt fürs Lesen und Drücken eigentlich nur einen Finger brauche im Moment. Hm? Ah, schön, ne? Ja. Ich weiß, wir sitzen hier fest, aber in gewisser Weise freue ich mich schon fast. Ich werde dir noch mehr Arbeit auftragen, damit du ganz in deinem Handwerk aufgehen kannst. Ah ja, die gibt mir immer Aufträge hier, wa? Die kleine Lulu. Die hat Lulu in der Hose, ja.
Ach nee, das heißt ja Mumu. Ich mit meinen kleinen, ja, Ranzen da hinten. Tragbarer Koffer oder so, Rucksack könnte man vielleicht sagen. Ja, und der Typ, der dann Malrotze nicht, was? Nun, Rosaline, ich möchte, dass du jeden Morgen bei Tagesanbruch losziehst und 30 Nacksmuscheln sowie 50 Streifen Tank sammelst. Bis Mittag muss alles gekocht sein. Ja, ja. Das kannst du mal schön selber machen. Ja, die hat nach oben, ja. Lolos Forderungen abgeschlossen. Okay. So, es ist hier dunkel geworden. Der Typ hat ein Zeichen auf dem Kopf. Was will er denn? Ich dachte, Lulu würde sich etwas beruhigen, wenn sie bekommt, was sie möchte. Aber sie ist noch genau dieselbe Nervensäge wie vorher. Aber ich bin trotzdem beeindruckt. Trotz all ihrer Quengelei hast du alles hergestellt, was wir brauchen, um zu überleben. Ich wünschte, ich könnte auch was du kannst. Na, das muss aber nicht sein. Hey, Rosaline, kann ich die Werkbank mal ausprobieren? Ich möchte selbst versuchen, etwas herzustellen. Ich werde mal so ein bisschen gucken hier, was sammeln gehen und ja, mal kurz so eine Weile hier, ich sag mal original stehen lassen, ohne dass man mich jetzt hier mal hört. Ich werde mich dann ja, etwas später hier wieder melden. Ich werde einfach mal ein bisschen sammeln gehen und gucken und überhaupt. Rosalina untersucht die seltsame Steingravur, aber nichts geschieht. Tja, ich denke mal, das wird irgendwann später noch
eine Rolle spielen. Hm. Wozu das gut sein soll, weiß ich natürlich jetzt auch noch nicht. Ja, Futter gesammelt. Hm. Hier an der Küste ist jetzt auch nicht mehr so viel. Da ist eine Muschel. Was auch noch schön wäre, keine Ahnung, ob das möglich ist, aber so jetzt irgendwo so einen Teich haben, wo man angeln kann, oder das ist ja vielleicht auch noch ganz gut. So, ich hole mal die Muschel hier. Keine Ahnung, ob das irgendwann möglich ist. Wenn man das irgendwo angeln kann, an irgendeiner Stelle oder so. So wie bei... Ja, weiß ich nicht. My Portia, glaube ich, da kann man angeln. Also My Time Portia kann man angeln. Ja, genau. Und da haben wir noch ein Spiel, wo man angeln kann. Genau, bei meinem Farmspiel kann ich angeln. Wo ich halt eine Farm bauen kann und die Farm vergrößern kann und so weiter. Wo ich auch so Kühe, Schafe und Enten und sowas habe. Sind alles so Spiele, wo ich bauen kann und das mir einfach richtig Spaß macht. Da wird gut wieder. Das heißt, da wird dann gespeichert. Hm. Ich weiß nicht, ob man sich da jetzt so viele Meter tief nach unten graben kann und dann halt sozusagen von einer Insel zur anderen halt unter Wasser sich durchgraben kann. Das wäre ja so. Oder man hat so viel Steine, dass man halt eine Brücke bauen kann. Und das wäre auch eine Möglichkeit. Entweder so eine Art Tunnel oder per Brücke. Tja. Muss ich mal sehen, wie ich das dann hier so nach und nach machen kann. Und natürlich gibt es halt nicht nur Sachen zum Sammeln und zum Bauen, sondern man kann auch viel entdecken. Ich weiß zum Beispiel damals, bei den ersten Teilen, die ich gemacht hatte, da gab es dann halt hier und da so Art kaputtes Haus, da konnte man das reparieren, oder so Art ein Schloss, eine Burg und so weiter, die man nicht nur heim machen konnte, sondern gab es immer so Rätsel, die man lösen konnte. Und dann gab es halt Truhen, die man öffnen konnte und so weiter. Ausrüstung gab es. Die haben wir natürlich jetzt auch noch nicht. Und das eine, ja, den Knüppel da. Sozusagen Knüppel aus dem Sack. Ich habe Sack gesagt. Ja. So. Hier geht es immer höher und immer höher. Und hier oben hört man halt den Wind so richtig pfeifen. Ja. Über den Bergen muss die Luft ja so dünn sein. Hm. Einfach mal hier oben lang. Hier ist im Moment frei. Hier gibt es keine Monster hier oben. Das ist toll. Keine Gerippe, keine Fledermäuse oder was auch immer. Und hier ist dann so eine Art anderes Gebiet. Das sieht dann so wüstenmäßig aus. Hm. Aber das ist mir jetzt zu leer. Vielleicht, wenn ich so in der Geschichte vorwärts kommen werde, dass dann hier... Was war das? Dass wir da Monster hinkommen. Hm. Interessant. Ja.
das denn so, ja, so eine Art Kraftfeld davor. Ich kann noch nicht einmal diese kleine Pflanze da rausholen. Okay. Ich glaube, dass der ist noch nicht freigeschaltet. Den wohl zu früh in dem Bereich. Na gut. Wieder jede Menge lang. Ich habe noch Sand in den Schuhen auf dem Eiland. Ich habe den ganzen Tag über zugesehen, wie du Sachen herstellst. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich genau weiß, was zu tun ist. Sieh her, Rosaline. Ich werde ein Erbauer, wie du sagst. Ja, das versuchen wir. Aber ohne Unterlagen und sowas. Also, womit fängt man noch gleich an? Der Hammer? Oh. Nein. So klappt das nicht. Warum funktioniert das nicht? Gut, du hast es so gewollt. Klopf und klopf und puff, nee. Er kann's nicht. Keine Ahnung, was er falsch gemacht hat. Ich denke mal, du hast keinen Plan oder so. Warum kann ich nicht herstellen, ne? Tja. Ach, vergiss es. Ich dachte, diese Herstellerei wäre ein Kinderspiel. Aber es ist viel schwieriger, als es aussieht. Ja. Ich kann es nicht. Du bist die Beste. Tut mir leid, Rosalina. Von jetzt an verlasse ich mich ganz darauf, dass du Sachen für mich herstellst. Oh, hör, ich wollte für dich auch noch was herstellen. Und weil du all diesen Kram für den Lohnes gebaut hast, finde ich, dass es Zeit wird, einen Aufberg zu schaffen und etwas für mich herzustellen. Und was soll ich hier bauen? Ein Klo oder was? Aha. Knüppel. Ich hab nen Knüppel, der heißt Onkel Süppel. So, jetzt habe ich einen dicken Knüppel. Ist das für mich? Das ist nicht irgendein Stock, das ist ein Eichenholzknüppel. Ich kann damit auch Dinge einfügen.
Das hört sich wie für mich geschaffen an. Na gut, ich nehme an, gib ihn mal her, ja? Ich muss auch was einprügeln. Das ist wirklich ein ordentlicher Knüppel. Ich frage mich, wie gut er ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Mach glatt, damit ich ein paar Übungsschwünge mit diesem Schwätzchen machen kann. Und er schwingt so ein dickes Ding. Und er ist so hart, weil er mich mag. Ja, wenn er Schleime prügeln will, dann kann er das ja gerne machen. Also. Danke, Rosalina. Dieser Knüppel ist das beste Geschenk, das mir je jemand gemacht hat. Also, danke schön. Ey, geh mal heute Nacht ins Bett, ja? Hoppla. Gut, dann können wir. Ach, da wird noch mehr. Nur noch, Rosalina, spürst du das? Was meinst du, dein Knüppel? Nee. Irgendeine bösartige Aua. Meine Nase juckt. Blöd, wenn man mittendrin immer niesen muss. So, okay, der erste große Gegner. Boah, ich mach mal kein Knubbel hier. Oh, wir haben Öl bekommen. Ja, hol sie weg. Klacks. Boah, was war das? Also gerade die Hand ausgestreckt habe ich das unwiderstehliche Verlangen verspürt, ihn reinzuschlagen, ich meine dagegen zu schlagen. Seltsam, ne? Du springst hoch und dann noch einmal klatschen und die Hände, also. Das nennt man einschlagen. Und das machen Freunde, ah, ja. Wenn sie gute Arbeit geleistet haben, ja. In Ordnung. Ich habe mich ja nie als gefühlsduselig betrachtet, aber für dieses Einschlagzeug könnte ich wohl eine Ausnahme machen. Oh, die Stufe von Rosalina und Malrod erhöht sich. Ta-ta-ta-ta! Juhu! Er wird stärker und ich bin auf Stufe 2. Na super.
Ja. Gut, das war eine große Ratte. Haha. Ja, ja. Wie soll die das machen? Vermögen überlassen. Ich kann auch mal einen Sack kloppen, aber ich habe immer noch keine richtige Waffe. Ja. Das kommt irgendwann auch noch. Ja, mir macht das Bauen wirklich sehr, sehr viel Spaß. Da hast du recht, Malrock. Ja, du bist besser im Zerstören. Wir sollten zur Hütte zurückkehren und so weiter. Aha. Genau, machen wir das doch mal. Ich habe Joghurette im Mund. Und zwar mit Joghurt. Also nicht diese Erdbeer oder was auch immer. Rosaline. Ich bin froh, dich getroffen zu haben. Ach nee, auf einmal. Ich dachte, du bist sonst immer der Freche hier, ne? Du kleiner Dödel. Gut. Abgeschlossen. Juhu. Ab in die Falle. Ich immer niesen und die Nase so oft und lange laufen, wenn ich gerade was tue. Und Feuer ist nix. Obsala, genauso wie das hier, ey. Ich habe doch keine Kohlensäure getrunken und so weiter. Wow. So, ausgeschlafen. Guten Morgen, ihr beiden. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Denn unser neues Leben als Schiffbrücke fängt heute ganz offiziell an. Ja, ja. So, was machen wir denn heute als erstes? Hä? Oh? Oh? Nein! Was ist denn, Lulu? Ein Monster? Meine Nachtmuschel ist verschwunden. Was? Also schön, Marot, gib's zu. Ich weiß genau, dass du es warst. Ich habe gestern Abend absichtlich nur die Hälfte der gegrillten Nachtmuscheln gegessen, damit ich den Rest zum Frühstück essen kann. Gib sie sofort zurück. Was laberst du da? Ich habe deine miese, nicht gegessen, nicht angerührt. Na du? Diese Aura, was ist denn diesmal los? Ich muss weg. Ihr beiden, das solltet ihr euch ansehen. Ein Geist? Da ist der Schuldige. Diese Mutter muss meine Nachtmuscheln gemobbt haben. Ho, ho, ho. Achso, ist er Weihnachtsmann? Das ist von Mario, so ein Hammerbruder. Okay.
Ja, da hat er einfach mal so Treppen gebaut hier. Hier entlang, junge Grünschnelle. Jupp. Dieser komische Couch kann doch nicht wirklich erwarten, dass wir ihm folgen. Oder? Naja. Andererseits kann er uns vielleicht mehr über diese Insel erzählen. Rosalina, Lulu, verfolgen wir das Monster. Ich habe Fragen. Upsala. Wenn der Magen knurrt, alles klar. Was sagt der mein Magen? Oh. Ich muss was essen. Gar nicht drauf geachtet. Dann werde ich mal die miesen Muscheln da. Bei der Miesmuschel war eben so ein rotes Zeichen und bei dem Tank auch. Also ich kann den Tank da auch braten oder sowas. Oh weia, das dauert aber. Lopp. Gut. Wenn ich das jetzt esse, wir haben 10%. Ah ja, 20% dazu, das heißt 30. Gut, es gibt immer 20%, aber auch ein Feuer hier. Wo ich denn da 10 Stück oder was braten muss, das dauert ja ewig. Kein Herd oder sowas, den man erfinden kann. Hi, nix Hi. Der kleine Hi, frisst dich und dann ist es vorbei. Ja, da. Ach, ich warte mal. Das dauert mir zu lange mit einem Feuer hier. Was brauche ich denn für ein Feuer? Ah, dreimal Holz, dreimal Öl. Naja. Oh Gott, oh Gott. Ich nehme mal einen Bonbon im Mund. So, jetzt habe ich zwei Feuer. Jetzt kann ich zwei Muscheln braten. Haha. So, einen lege ich da drauf. Und dann ist der andere hier schon fertig, dann nehme ich ihn runter. Und dann kann ich wieder einen drauflegen. Das ist gut, so geht es schneller. Aber jedes Mal auch zum Strand laufen. Aber gut, alles braucht seine Zeit und ja, man muss sich hier erst einmal so ein bisschen langsam rantasten, einarbeiten und weiter. Ja, hi. Thank you.
das ist auch fertig, der rechte. Und der linke ist jetzt auch fertig. So geht's einfach viel schneller. So, die liegen alle da und brauchen sich nicht zu decken. Auch der eine Typ bei meiner Farm und so, schmeißt sich einfach aufs Bett raus und zack. Die decken sich alle nie zu in den Spielen. Die brauchen nie eine Decke, merkwürdig. Gut, bei 25 Grad oder was brauche ich auch keine Decke. So. Jetzt habe ich wieder 86%. Magen ist gefüllt. So, wo ist denn... Ach, da ist er ja, der Hammerbruder. Hohoho, hier entlang. Horti. Ja, Horti. Flop, jetzt ist er da. Bleib wo du bist, du abgedrehter Alter. Das gefällt mir überhaupt nicht. Dieses verrückte alte Monster hat sogar den Himmel seltsam eingefärbt. Bin Jukon. Der blöde Himmel. Ich will mein Frühstück und ihr beiden werdet mir gefälligst dabei helfen, es zurückzubekommen. Gut, ich mache dann erst einmal Schluss hier für heute und folge dann dem Geist in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich danke, dass du dabei warst. Und mal gucken, was wir dann nächstes Mal machen werden. Ne? Bis dann sage ich, bye bye.